Hallo nochmal, gnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Wo ist dein Anhang? Er? Ach, die Kekse. Keine Ahnung. Hab ich irgendwo liegen lassen. Aber darum geht's auch gar nicht. Ja. Wichtigste Frage überhaupt. Habe ich noch 3 Versuche? Na gut. Warum eigentlich nicht? Los geht's. So. Gut, Was natürlich ein bisschen seltsam ist. Aua. Tja, leider falsch. Ich habe 4 Pilze, aber nur 3 Versuche. Ich muss die in einer ganz bestimmten Reihenfolge oder so dingsen. Aua. Tja, leider falsch. Noch ein Versuch. Okay. Aua. Tja, leider falsch. Okay. Tja, schade. Mehr Glück beim nächsten Mal. Aber es gibt doch hier gar nicht mehr Pilze. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Nix mit Vater. Habe ich noch 3 Versuche? Na gut. Warum eigentlich nicht? Los geht's! Mit dem hat man, glaube ich, vorhin schon angefangen, oder? Okay. Aua! Tja, leider falsch. Noch 2 Versuche. Ich habe jetzt schon jeden gehabt. Gib mir mal einen Tipp, Alter. Sie haben ihn bei sich, stimmt's? Du hast es erraten. Glückwunsch. Ah. Hier, nimm ihn ruhig. Geht doch. Ich will den nicht anfassen. Augen zu und durch. Danke. Der hat eh immer sehr gejuckt. Ja, das hat, Fußpilze an sich, nicht wahr? Oh Gott, rein ins Bier damit. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Bestimmt nicht nur das. Okay, wir haben jetzt alle 3 Mischbiere. June? Wackelnde Moppies. Und wir gehen zurück in den Pub. Okay, Pilzplörre für den Herrn Klempner. Nachschub! Na endlich! Wow! Was ist das? Ich fühle mich super! Und stärker! Vielleicht, weil du auf dem Tisch stehst. Fabelhafter Stoff. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Yay. So, dann bekommt Madame jetzt so eine Frisur, die mich ganz, ganz doll an Guybrush Threepwood. Nachschub! Na endlich. What? Lecker Schmecker! Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Hey, der Klempner ist interessiert. Ich hatte aber auch ein paar Moppel bekommen, weil es ist ja... Alles klar bei dir? Wie du meinst. Hauptsache, du fährst nicht. Ja, das sollte man vermeiden. Alles klar bei dir? Mamma mia! Wie du meinst. Hauptsache, du fährst nicht. Da bleibt dir das Last Button und liest nur Kollege Spediteur übrig.
Nachschub. 90. Hey, Moment mal. Was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Denn nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Du wirst mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Dreh dich doch mal um. Unter anderem. Hier mein guter Trink. Nachschub. Großartiger Stoff. Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Okay, der Affe ist scheinbar auch ein bisschen... Scheinbar alle ein bisschen ineinander vernarrt. Das ist ja eine Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Das Affen gefällt das nicht. Ach du liebe Zeit. Aua. Nimm mich dann ganz ein bisschen an die Zeit. Was heißt die Zeit? Ich bin nicht mal aus dem Club geflogen, bin, aber nicht durchs Fenster, zum Glück. Was macht der drin jetzt eigentlich? Donkey Kong! Cool! Vor allem die Plörre hat auch scheinbar dazu gewirkt, dass sie auch die entsprechenden Rundungen Form bekommen hat. Kann ich jetzt mit dem quatschen? Oh, das Bild ist runtergefallen. Schön. Es ist ein Symbol für mein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass es dreckig wird oder gar kaputt geht. Schlimm genug, dass da dieser Kaffeerand drauf ist und das Loch in der Mitte. Und dass es an einer Ecke bereits Feuer gefangen hat. Woher auch immer das Feuer kam. Was kann ich für dich tun? Ich mach mich da mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken? Ich wollte eigentlich das Bild nehmen. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ja, nimm es ruhig. Jetzt ist sowieso alles im Eimer. Cool. Yeah. So, das Bild geht gleich mal Post wenden an den Rufus oberhalb. Ich würde auch gerne die Nukleinsäure haben. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Sechs Slotty und sie gehört dir. Ach, da bist du knauserig, oder was? Herrlich. Okay, kriege ich jetzt die sechs Slotty her? Na, ich versuche erstmal, jetzt wo ich auch alle drei Bilder habe, Bose noch mal ein bisschen zu quatschen, dass wir diesen Dings hier, Therapeuten, überzeugt bekommen, dass er uns die Drogen. Und ich muss das so B zu dem O, zu dem Z zu dem O. Los Kumpel, sag mir, was du auf diesem Bild siehst. Hey Bozo! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Muss das wirklich sein? Ja. Ah! Ja? Elysium fällt auf Deponia. Wir werden alle sterben. Unsinn. Das ist Elysium. Das Sinnbild der Hoffnung. Mann, du hast sie ja wirklich nicht alle am Sträußchen. Okay. Gut. Ist noch nicht ganz die Reaktion, mit der ich gerechnet habe, aber... Das sollte hoffentlich den Doc, verzeugen. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Ja, schon wieder. Na gut, bringen wir es hinter uns. Ach, kommen Sie, Doc, es gibt Schlimmeres. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Ja. Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Das ist mein Urinstein. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja,
denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. Klingt gut. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degoutiert reagieren? Na gut. Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Na denn, Horrorstock. Das ist der Teufel. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel. Zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Yay, Drogen. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, aus meinem Schrank. Yippie. Das klingt bitte gut. Was? Hm? Ach ja. Oh weh, ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Yay, Drogen. Was haben wir hier? Brechmittel? Das war's? Ah, hier. Antidepressiva. Döbloprazol 2. Wer mehrmals isst, hat mehr davon. Probieren Sie auch Cortisolin C und C, Fifabrecoson, Riazepan, auch als Riazepan DLC erhältlich. Sowie viele weitere Leckerbissen aus der EA-Produktpalette. EA? Dr. Smileys Glückspastillen machen Mut, schmecken gut. Und dann ist da noch ein Sternchen, das auf eine kleingedruckte Fußnote hinweist. Moment. Ah, hier. Erhöhen die Suizidgefahr, verklumpen dir dein Blut. Das klingt gut. Oder nicht? Boso, ich hab deine Drogen. Drogen. Party. So. Hier ist. Hey, Boso. Diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag, Da komm schon. Ein für Mama, Boso. Will ich. Ach, das gibt's doch nicht. Aber war ich mir diesmal so sicher. Vielleicht sollte ich es ihm ins Essen rühren. Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Das ist gar keine so schlechte Idee. Aber Kollege Schnitzer, die Suppe noch. So. Ich glaube, das sieht falsch aus, wenn ich so dastehe. Und mit dem Blick so direkt auf die Kurbelauswurfmaschine gehalten. Suppenrest. So, da wollen wir mal die Antidepressiva in die Suppe tun. Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Boso unterzujubeln. Yay. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Boso zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist sicher. Viel hilft viel. Oh. Ey. Tja, was schon? Das gibt es doch nicht. Baby Boso hat die restliche Suppe aufgegessen. Aber da waren doch die Antidepressiva für Boso drin. Böser kleiner Windelscheißer. Böser, böser, böser kleiner Windelscheißer. Das sieht aber echt glücklich aus. Boso, so tu was. So ein Cheat-Kram. Baby Boso hat die ganze Suppe gegessen. Wie komme ich denn jetzt an die Antidepressiva? Das ist doch kacke. Ich habe eine Idee. Tja, ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Was mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Wird ein bisschen grün im Gesicht. Los, Boso, sprich mit ihm.
Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst! Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen! Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, verdammt. Sieht so aus, was? Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann, was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein. Und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen, bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten, was? Ich verstehe jetzt die Aufregung nicht. Komm schon! Ja doch, ich bin ja gleich soweit. Auf deinem Mantel rumzuzuppeln. Ich glaube, das ist Sparschwein. Ach, geht doch. Ein rosa Schal. So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's! Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Vielleicht drei, man munkelt. Na gut, du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Hat ja lange noch gedauert. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Was, wenn in dem Sparschwein etwas drin ist? Na, ich geh erstmal hier rein. Darlev, was lungerst du da rum? Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gäbe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Ja, ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Könnte der besessene Oberst sein. Greift an, folgt meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Nee, lass mal. Ich muss da jetzt rein. Gibt es nicht irgendwas anderes, was du haben willst? Ich könnte der undurchsichtige Schurke sein, der sich letztlich als Freund herausstellt. Er hat sich aus dem Staub gemacht, bei Nacht und Dämmerlicht. Doch mitten in der Schlacht kommt er wie aus dem Nichts. Wer hätte gedacht, was für ein guter Freund er ist? Tanz mit mir den Twist-Ending-Twist. Nee, lass mal. Ich
habe gerade so eine Art Erinnerung an Kevin. Ich muss da jetzt rein. Gibt es nicht irgendwas anderes, was du haben willst? Mit der richtigen Perücke könnte ich auch die weibliche Hauptrolle spielen. Wo bleibt er nur? Oh, weh um hier. Ich wünschte nur, er wäre hier. Selbst wenn er schwer verletzt ist und die Haut am Knochen labbert. Er die Schädeldecke abhat und den ganzen Tag nur sabbert. Nee, lass mal. Ich muss da jetzt rein. Gibt es nicht irgendwas anderes, was du haben willst? Ich könnte der undurchsichtige Schurke sein. Er hat sich doch mehr Hans. Nee. Nicht stören. Vollversammlung. Voll von wegen. Voll sinnlos vielleicht. So ohne mich. Voll Pfosten. Nix da. Die Tür bleibt zu. Mal zurück. Ich finde schon irgendwas. Hä? Keine Zeit für Spaziergänge. Okay, ich ich komme nicht raus. Ich guck mal, was beim anderen Rufus los ist. Wenn du Anteile an deiner eigenen Computerspielfirma besitzt, kannst du machen, was du willst. Und ich wollte schon immer ein Musical schreiben. Ich habe das mal in diesem Screen aus.